Ein letztes Mal Shining Fates. Ein letztes Mal hoffentlich Shiny Urgel als Tin. Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf dieses blöde Set, ne? Aber die Tins wurden nach hinten verschoben. Flamara, Blitzer und Akbana. Dementsprechend nochmal eine Shiny Urgel-Tin. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich würde sagen, ich packe das Ding einfach aus und wir fangen einfach an mit dem Opening. Die Promo habe ich schon mal irgendwo in den verschiedenen Urgeltins Openings habe ich schon mal irgendwo gesagt. Dementsprechend einfach reinstarten ins Opening. Und damit würde ich einfach sagen, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite aus hier auf meinem Kanal. Wenn ihr neu seid, gerne abonnieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und wenn euch das Opening gefällt, auch gerne mal ein Like da lassen. Wir haben hier 5 Booster wieder drin von Shining Fates. Ich würde einfach sagen, wir starten rein. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da ist jetzt einer dicker als der andere, aber das stimmt nicht. Mit dem guten Katapultra. Und wir starten einfach direkt rein. Ich habe oben im I die anderen beiden. Oh mein Gott, die gehen so schwer auf. Die anderen beiden Openings von Urgel verlinkt. I mean, das sollte ja kein Problem sein. Hallo? Perfekt. So, 1, 2, 3, 4. Ja, dieses Urgel. Das Urgel, das verfolgt uns, sag ich, wie es ist. Urgel ist immer anwesend. Urgel ist einfach der Boss. Was findet ihr an Urgel toll? Was findet ihr an Urgel nicht so toll? Sagt's mal, schreibt's in die Kommentare. Während wir hier ein Shiny Rowlet ziehen. Nice. Das gute Bounce im Shiny. Ich war total weggetreten und habe mich jetzt gerade gefragt, warum das Ding auf dem Reverse-Slot ist. Aber. Oh. Oh. Seht ihr das? Das Ding wurde abgeschabt hier. Okay. Also tatsächlich ein Fehldruck auch mal hier in der Tasche haben. Wie kann man gucken? Ist das hier hinten drauf? Nee, ne? Also sehr interessant. Ihr seht das auch in der Cam, oder? Ja, hier. Hier unten. Ist ein bisschen Glitzer, obwohl da kein Glitzer sein sollte, sage ich, wie es ist. Was haben wir denn noch hier für Booster eigentlich? Ah ja, da habe ich ja direkt den Katapultra genommen, weil es zweimal da ist. Ja, natürlich habe ich das. Das ist natürlich klar, ne? Oh mein Gott. Hier, diese Booster gehen aber auch echt schlecht auf, ne? Oh Mann. Okay. Liegt zu mir, ist in Ordnung. Eins, zwei, drei, vier. So. Jetzt haben wir wieder hier eine Wasserenergie. Ein Ding. Ein Otter, wollte ich gerade sagen. Otter ist es nicht. Ein Eevee. Ein Morpeko. Ein Boeling. Ein Sepa leider nur als Reverse, ne? Als Rare haben wir einen. Ja, komm. Ist doch egal. Erstmal den Rest von den Boostern wegmachen. Das liegt mir ein bisschen im Weg rum. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch ein Grammor. Ein Grammor ist gut. Grammor finde ich nice. Haben wir können auch. Ja, auf jeden Fall. Wir haben dann auch bald Celebrations hier auf diesem Kanal. Habe ich richtig Bock drauf. Denn es gibt ein, zwei Karten, die da echt geile Karten dabei, ne? Also wirklich. Von Level X-Karten, die ich ja absolut feiere, bis hin zu Reprints von der ersten Generation. Da ist wirklich alles dabei für jeden etwas. Und dementsprechend würde ich einfach sagen, wir ziehen hier jetzt gleich nochmal einen Shiny. Shiny Degios. Jawohl. So muss das. Genau so und nicht anders. Ich hab's gesagt. Noch ein Shiny in die Tasche. Hier, Professors Research ist egal, aber noch ein Shiny. Sehr geil. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr geil. Wird natürlich eingetütet. Und natürlich geht's dann auch direkt weiter, würde ich sagen. Den Glurak-Boy machen wir mal. Den könnten wir nochmal ziehen. Wenn wir den ziehen, das wäre schon nice. So, let's go. Gott. Also irgendwie ist doch die Verarbeitung von den Karten irgendwie schlecht. Ich weiß auch nicht. Wir haben eine Gymsticks haben wir hier. Ein Tuska, ein Kupanti, ein Eevee, ein Boeling, glaube ich, ist das, ne? Oder ist das die Vorentwicklung? Na, keine Ahnung. Ein Tuska als Reverse, leider nur und als Rare haben wir ein Ach, verdammt. Das Lenkrad, ja, mir fällt nicht ein. Kann ich sagen, wie es ist. Auf jeden Fall wird es eingetütet.
Und ja, auch sehr schöne Karte eigentlich. VMAX finde ich gut. So, der letzte Booster ist natürlich dann auch am Start. Mir ist dann auch jetzt eingefallen, okay, ich habe es nachgeguckt, wie das Vieh heißt gerade eben. Muruda heißt das Ding. Während ich hier mit schweren Herzens diesen Booster aufreiße, das tut ja schon weh. Also, es geht echt sau schwer. Ich hoffe, die nächsten Booster sind nicht so schwer, weil sonst kriege ich hier noch Kämpfe in den Arm. Das möchte ich ja eher weniger. Ah, so, let's go. Ein Ball Guy. Ball Guy, ich wollte Fall Guy sagen. Das ist ein Spiel, das ist hier nichts, hat nichts hier verloren. Sag ich das. Ein Morpeko, oh Gott. Ein Morpeko, ein Eevee, ein Ding. Und als wir haben wir ein Ditto VMAX in der Shiny-Variante. Sehr schön. Das sieht doch geil aus. Das ist auch ein Pokémon, das nehme ich auch in Englisch. Sehr schön. Das sieht geil aus. Sehr, sehr nice. Also, 4 Hits aus der Urgeltin ist es so, so krank. Ihr könnt gerne hier klicken, wenn ihr neu seid. Das ist die perfekte Playlist für euch. Und hier das letzte Opening. Und hier gerne abonnieren. Auf Wiedersehen.